Hello Friends, ich bin Jinx Viking. Wir spielen heute ein ziemlich makaberes Spiel, würde ich sagen. Und zwar Plug Inc. Gibt schon seit einiger Zeit auf dem Markt. Ich wollte es mal testen, mal gucken, wie das so auf einen selber wirkt. Und wir gucken halt einfach mal, wie sich das so gestaltet. Ja. Haben wir nochmal so, haben wir nochmal hier ist das Menü, da müssen wir gleich mal gucken, ob das mit der Kamera dann so stimmt. Hier unten drunter sind nur Optionen und so weiter unter dem Kamerabild aktuell. Wir gehen mal auf Einzelspieler. Hauptspiel. Machen wir das mal. Okay. In dem Spiel geht es darum, dass wir eine Virus, Bakterie, Pilz, eine Seuche erfinden. Und versuchen damit die Menschheit freundlich ausgedrückt zu besiegen. Ich würde mal sagen, was wir machen können, wir nehmen mal den Virus. Ich hatte es vorhin schon ein bisschen getestet, damit ich so einen groben Überblick habe, wie das Ganze funktioniert, damit ich hier nicht ganz blind reingehe. Aha. Das. Okay. Was kann man da noch machen? Ach, das kann man noch gar nicht alles machen. Okay. Dann fortfahren. Wir nehmen erstmal normal. Das ist sehr witzig. Niemand wäscht sich die Hände auf einfach. Forscher arbeiten nicht. Es gibt keine Forscher. Kranke werden in den Arm genommen. Kann ja helfen. Bei normal ein Drittel wäschen sich die Hände. Forscher arbeiten 3 Tage pro Woche. Das würde ich auch sehr gerne arbeiten. Und Kranke werden ignoriert. Bei brutal gibt es zwanghaftes Händewaschen. Forscher gehen nie nach Hause. Die sind einfach Sklaven. Kranke werden weggesperrt. Alles klar. Bei mega brutal, der Gendrift beeinflusst die Entwicklung. Keine Ahnung, was das heißt. Nee, Quatsch. Ärzte unterstützen die Forschung. Zufällige medizinische Untersuchung. Okay. Wir nehmen das erstmal, würde ich sagen. Fangen bei normal an. Wie benennen wir denn unsere Seuche? Wie wäre es mit Jinxifizierung? Rung. Sind das 20 Zeichen? Keine Ahnung. Aber es klappt. Willkommen bei Plug Inc. Du bist eine neue Krankheit. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche. Befriede die Menschheit mit der ultimativen Seuche. Startgebiet. Bevölkerung 7 Milliarden. Fangen wir mal an. Kann man weiter ranzoomen. Ich möchte hier anfangen. In Norwegen. Die Jinxifizierung befällt Norwegen. Hier DNS-Punkte sammeln. Hier sehen wir auch, wie viele das, glaube ich, haben. Ganz normales Weltgeschehen. Hier sehen wir die News, auch wichtig darauf zu achten.
Richtig? Übertragen. Wie überträgt sich das denn am besten? Die Luft. Erkrankt an Männergrippe. Dann kann sie ja nicht viel haben. Hamambi, der zweitbeliebteste Gorilla der Welt, ist aus unbekannten Gründen von uns gegangen. Die Leute sind so aufgeregt wie letztes Mal. Okay. Weirder Text. Der Übersetzer anscheinend nicht ganz so gut gearbeitet. Deswegen wollte ich, dass es mutiert. Dann kriegen wir auch gratis quasi Sachen. Kann aber auch nach hinten losgehen, habe ich festgestellt. Wenn das zu schnell alles mutiert und dann wird die Krankheit bekannt. Alle haben.
Von den Symptomen, da wollen wir noch gar nicht so viel. Es kommt erst so nach und dann schnell, natürlich. Das hier wäre noch wichtig, Arzneimittelresistenz. Was kostet das? 13. Erste Stufe. Na gut. Geschwindigkeit. Haben wir hier durch Deutschland erreicht. Aus dem europäischen Raum. Normale Geschwindigkeit. 32 Punkten machen wir mal einen Cut. Also das. Infizierung hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose, eine sehr ansteckende Krankheit. Übelkeitssymptom. Gehen wir auf die doppelte Geschwindigkeit. Hier haben wir schon fast alles. Plikifizierung. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Russland eine neue Krankheit namens Jinxifizierung. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Kacke, wir wurden entdeckt. Nicht gut. Nicht gut. Okay, sie starten Arbeit im Heim. Wollen wir nicht. Russland schließt Flughäfen. Jetzt müssen wir leider handeln. Machen. Aber kommt auch alles viel zu schnell. Der erste, der K.O. gegangen ist. Ich sag, es ist ein ziemlich makaberes Spiel. Aber man sieht auch schnell, wir wurden in die Beobachtungsliste aufgenommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Alles viel zu schnell. Australien führt, 2% sind hier oben rechts. Das können wir auch bekämpfen, das hält ein bisschen rein. 45. Paranoia-Symptom. Thank you.
17 nehmen wir trotzdem mit. Wir wollen über Blut. Wir wollen über Vieh. Wir wollen auch über Ratten tatsächlich. Wir wollen das alles haben. Und sie schnell übertragen. Hitzeresistenz schnell machen müssen. Instabil auch. Und was Symptome angeht, das ganz zum Schluss, wenn wir richtig viele Punkte haben, einfach alles hier zu kleistern. Es gibt bestimmt auch einen richtig guten Weg, aber wir sind ja schon bei 10%. Heilmittel für Jinxifizierung tödlich. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Abzesssymptom ist mutiert. Angst lähmt die Wirtschaft. Das kennen wir zu gut aus der Quarantäne. Symptom. Das Ausschlagssymptom ist weitergegangen. Schon mal 30% da unten. Die ganze Welt konzentriert sich da auf. Mehr Tote als durch die Pest. Wir bräuchten 31 dafür, halt nur so einen Kopf. Symptome. Tot. Kostet 33. Wir müssen übertragen eigentlich auch noch ein bisschen upgraden. Ich glaube, für mich könnten wir noch gut, wenn wir das noch mitnehmen. Okay, jetzt haben wir noch 12. Was geht da? Thank you.
Turm. Das Alltagsleben im Nahen Osten steht durch Jinx-Infizierung vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Das Erbrechen ist da. Hier werden sie alle infiziert. Statistiken zufolge ist Jinxifizierung das Schlechteste, was hier passieren konnte. Mehr als 300 Millionen sind nicht mehr da. Okay, hier haben wir auch einen jetzt. Also wir sind bei 70%. Jetzt kriegen wir hier nicht mehr so viele Punkte. Ansteckungsgefahr ist aber richtig hoch. Die nächsten Punkte müssen zwangsläufig in Symptome gehen. Weil Verlangsamung tatsächlich, ja gut, kostet 36, ob wir die nicht so schnell zusammenkriegen. Mit Jinxifizierung infiziert. Okay, wir haben alle geschafft tatsächlich. Was war das hier?
funktioniert hier. Das ist gut. Klassifizierung hat das Ganze geschafft. In 711 Tagen, also ein gutes Stück mehr als, ja doch, fast 2 Jahre, aber ein bisschen weniger. Drei Sterne gibt es dafür nur, okay? Dann würde ich sagen, war es jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich bin Jinx Viking. Abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da, falls euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von diesen makaberen Spielen sehen wollt, sagt Bescheid. Ansonsten können wir auch gerne wieder Richtung Family Friendly umschweifen. Bis bald.